Name ist Markus Jakob. Ich verantworte bei Samsung das Produktmanagement für unsere Notebooks. Und ich möchte Ihnen heute zwei Produkte und insbesondere eine neue Lösung vorstellen, die wir erstmalig auf unserem Launch-Event in London gezeigt haben. Das ist das Artif Lineup, was wir hier sehen, mit zwei Produkten, dem Artif Book 9 Lite und dem Artif One 5 Style. Als Besonderheit auf unseren Artif-Produkten haben wir eine neue Softwarelösung, Samsung Zeitzoom, die es ermöglicht, die Welt der Handys mit der Welt der Notebooks zusammenzubringen und es weiterhin ermöglicht, dann über das Notebook sein Handy zu bedienen mit einer Funktionalität namens Phone Screen Sharing bzw. die Tastatur und die Maus des Notebooks zu nutzen, um auf dem Handy zu arbeiten, das Keyboard- und Maus-Sharing-Feature. Diese Software wird auf allen Artif-Produkten vorinstalliert sein, ist aber für Bestandskunden auch zusätzlich erhältlich über einen Download, den wir gegen einen entsprechenden Unkostenbeitrag zur Verfügung stellen werden. Die Samsung Zeitzoom-Software ermöglicht es, den PC mit einem Handy zu verbinden. Die Eingangsvoraussetzungen dafür sind ein Artif-Produkt sowie ein Samsung Galaxy-Handy mit Android 4.1, was grundsätzlich für das Galaxy S3 bzw. die Galaxy S4-Serie verfügbar ist. Ich habe zwei große Funktionalitäten zur Verfügung, das Keyboard- und Maus-Sharing sowie das Phone-Screen-Sharing. Das Phone-Screen-Sharing ermöglicht es mir, den Bildschirm des Handys auf den PC zu übertragen, um dann auf dem PC über das Screen-Sharing das Handy bedienen zu können. Ich habe die Möglichkeiten, sämtliche Funktionalitäten des Handys am Bildschirm zu nutzen, so wie ich sie vom Handy her auch kenne. Ich habe Zugriff auf meine Notification Bar. Ich kann beliebige Applikationen einfach am Handy starten. Ich habe aber als zusätzliche Besonderheit gegenüber anderen Softwarelösungen die Möglichkeit, auch die Hardware-Tasten zu nutzen und habe damit wirklich Zugriff auf den vollen Funktionsumfang des Handys. Zusätzlich haben wir noch einige Besonderheiten eingebaut. Ich habe die Möglichkeit, Screenshots zu machen. Ich habe die Möglichkeit, mir für einen Screenshot Sachen vorher im Vorfeld zu markieren. Und ich habe zu guter Letzt auch die Möglichkeit, dem Handy auf einen Dateibrowser zuzugreifen und Dateien beliebig zwischen dem PC, zwischen dem Windows Explorer und dem Handy hin und her zu transferieren. Ich habe somit die Möglichkeit, Dateien einfach und bequem und komfortabel auszutauschen und bin nicht mehr darauf angewiesen, jeweils auf eine entsprechende Synchronisationssoftware zurückzugreifen. Zusätzlich zum Phone Screen Sharing habe ich noch eine Funktionalität, die sich Keyboard Mouse Sharing nennt, die es mir ermöglicht, ähnlich wie ich es vielleicht bereits aus der Windows-Welt her kenne, wo ich einen erweiterten Desktop habe, die Tastatur und die Maus des PCs zu nutzen, um das Handy zu bedienen. Das heißt, man sieht, ich kann einfach mit der Maus auf das Handy rüberfahren, kann dann mit der Maus das Handy bedienen, ähnlich wie ich es bereits in der Windows-Welt kenne. Und kann natürlich selbstverständlich auch die Tastatur nutzen, um beispielsweise in einer Messenger-App meine Nachrichten komfortabel und bequem schreiben zu können. Das, was Sie gerade gesehen haben, ist die Samsung Zeitzoom-Software, welche ab sofort auf allen Artif Books, Artif Tabs und Artif Ones vorinstalliert sein wird.